Ich habe einen Vortrag vorbereitet. Ich werde ihn wahrscheinlich halten, aber Sie werden, ich werde ihn auf die Website stellen. Sie können das alles, was ich mir ordentlich überlegt habe, gerne nachlesen. Ich würde gerne mehr erzählen, mehr ein Stück eigene Erfahrung machen lassen von dem, was wir in unserer Arbeit machen. Also wir sind eine Weiterbildungseinrichtung, die zurzeit etwa 350 Professionelle aus dem Organisationsbereich in zweijährigen Curricula berufsbegleitend betreut. Und das sind Menschen, die in den Organisationen Durchschnittsalter 40 haben, also meist schon zwei Zusatzausbildungen, bevor sie überhaupt zu uns kommen. Das sind Leute durchaus in tragenden Funktionen, Leistungsträger in den Organisationen. Und wir haben uns damit auseinanderzusetzen, wie wir die einerseits denen helfen, dass sie beruflich fitter werden und andererseits aber ihr Ränzlein oft für die zweite Lebenshälfte nochmal neu schnüren, weil sie merken, dass vieles, wie sie ihr Berufsleben entwickeln, für sie vorläufig ist oder nicht mehr ganz stimmt oder sich Lebensverhältnisse verändert haben und sie einfach sich nochmal neu sinnvoll auf den Weg begeben wollen. Manche sind auch in der Krise, wenn sie zu uns kommen. Wir arbeiten aber nicht so sehr mit der Krise, sondern mit der Neuentwicklung von Sinn. Und dann verlieren sie meist das Interesse an der Krise. Ich will hier ein bisschen davon erzählen, wie unter dem Containerbegriff, wenn man bei den Coachern jetzt immer sagt, Kultur, wir uns selbst organisieren und selbst verstehen und auch einen Beitrag leisten zur Unternehmensentwicklung, zur Entwicklung in Organisation. Unsere Entwicklung in Profession, sodass fest davon überzeugt, dass durch eine Anhäufung von Sachwissen, Methodenwissen und Ähnlichem die Menschen heute nicht mehr so einer sinnvollen Selbstverständnis als Professionelle finden können und auch, dass komplexe Organisationen durch Geregeltheiten heute nicht mehr wirklich sinnvoll zu führen sind, sondern dass das sehr viel mit Kulturbildung zu tun hat. Aber da würde ich jetzt schon Richtung Vortrag reinrutschen. Kultur ist für uns hauptsächlich eine Frage des Wies. Das heißt, wenn man in der alten Art und Weise anfängt, aber neue Inhalte angehen möchte, kommt meist wenig dabei raus. Deswegen ist es wichtig, von vornherein auf eine neue Art und Weise zu beginnen und zu sehen, wie sich die Inhalte in diesem Rahmen entwickeln. Und deswegen möchte ich Sie einladen, ein Lernelement unserer Lernkultur am Institut jetzt an sich selbst auszuprobieren. Und Kultur hat immer etwas damit zu tun, mit bewusst methodischem sich organisieren, aber auch mit unbewusst intuitivem sich organisieren und mit dem Zusammenspiel, dass das nicht irgendwie zusammenspielt, sondern dass es fokussiert auf Organisationen, auf Aufgaben, auf Dinge, die man bewirken will, geschieht. Und dazu haben wir sehr viele Lernformen entwickelt und würde gerne mit dem Wie beginnen. Und danach eher auch dialogorientiert aufgrund dieser Erfahrung mit Ihnen weitermachen und Ihnen so ein bisschen an Beispielen erzählen, was Kultur, wie wir mit Kultur umgehen und warum Kultur für uns so ein wichtiger Fokus ist. Können wir das so machen? Gut, Sie haben ein sogenanntes Designblatt, wie wir das bei uns nennen, vor sich. Das ist, wenn man so will, das Drehbuch für die kleine Übung, die wir jetzt machen. Ich erläutere Ihnen das jetzt. Und wir machen jetzt etwa 45 Minuten. Wir sind ein bisschen später dran. Ich hoffe, ich kriege das als Nachspielzeit. Sonst werden wir ein bisschen knapp. Und ich erläutere Ihnen das jetzt. Und Sie springen einfach in diese Übung rein und gucken, was passiert. Das ist nichts, was man von vornherein in den Griff kriegen kann. Das ist etwas nach dem goethischen Wort. Wenn du es nicht fühlst, du wirst es nie erlernen. Hat jeder ein Blatt vor sich? Okay, ich erläutere es Ihnen kurz, was wir jetzt machen. Also ich bin jetzt schon bei Punkt 1, nämlich Erläuterung der Übung in Schritt 1. Ich werde Sie gleich bitten, Paare zu bilden und die sich möglichst wenig oder am besten gar nicht kennen. Falls Sie jetzt neben Bekannten sitzen, suchen Sie sich jemand anderen, setzen Sie sich irgendwo zu zweit hin. Jeder der beiden Personen, ich nenne es jetzt mal A und B, wählt für sich, welche Variante dieser Übung er machen möchte oder auch, falls beide das Gleiche machen, als Paar. Und ich möchte Sie sehr bitten, damit, dass
in der Zeit auch durchläuft und wirklich jeder drankommt und auch dass der Fokus gehalten wird, der mir dabei wichtig ist, um Zeitdisziplin, also auf die Uhr gucken, Rollendisziplin, auf der Schiene bleiben, nicht ins Schwätzen kommen, und Fokusdisziplin, nämlich zu den Dingen, die hier angeregt sind, sich auch wirklich in Beziehung setzen. Weil wir sonst nachher auch ein Koordinationsproblem haben, weil nach den 45 Minuten sind dann nicht alle dran gekommen und dann haben wir das Problem, dass entweder jemand nicht dran kommt oder nur halb dran kommt oder wir aus dem Rhythmus geraten. Wir arbeiten sehr viel mit kollegialer Arbeit in unseren curricularen Untergruppen und wenn die nicht alle Disziplin halten würden, würde das ein ziemliches Durcheinander geben. Ist auch eine gute Übung für Tätigkeiten, Organisationen zum Thema Zeitkultur in Organisationen, auch der Mächtigen. So, Schritt 2. Wenn Sie sich gleich zusammengesetzt haben, A, einer von Ihnen ist A, der andere B, erzählt dem anderen 5 Minuten something you are really passionate about. Das ist die Formulierung von David Magginson aus Sheffield, ein Coaching-Spezialist, von dem ich diesen Teil der Übung übernommen habe. Also etwas, was ihm wirklich wichtig ist. Ganz egal was. Und nun gibt es, und der andere hört zu, nun gibt es 2 Varianten. Nämlich eine mit Zeichnen, Malen und eine ohne. Ich erläutere die kurz. Sie haben in Ihren Unterlagen haben Sie so einen kleinen Block und Sie haben einen Kuli. Also so, wenn Sie wollen, können Sie das einfach verwenden. In der Hypnotherapie nennt man das Automatic Writing. Man lässt, es schreibt, malt irgendwas in mir, während ich zuhöre. Ich weiß jetzt nicht echt, was das eigentlich ist. Das heißt, B zeichnet oder malt irgendwas, während A erzählt. Und er hört nur zu und malt irgendwas, was immer dazu einfällt. Wenn nichts einfällt, ist auch okay. Und das ist dann nach den 5 Minuten, gibt es da irgendein mehr oder weniger erlesenes Kunstwerk. Also der künstlerische Charakter ist nicht wichtig dabei. Und vielleicht um zu sagen, was wir nachher machen, das ist dann schon mal Schritt 3, 10 Minuten. B guckt jetzt auf seine eigene Zeichnung und versucht zu verstehen, was er da eigentlich gemalt hat. Und überlegt, wovon könnte das erzählen? Und er versucht, das selbst zu verstehen, was auf dem Blatt zu sehen ist und ob das irgendetwas von dem wiedergibt, was er verarbeitet, von dem, was A erzählt hat. Also darin irgendein Spiegeleffekt der Selbstäußerung von A zu sehen ist. Natürlich, wie man es selbst begriffen hat. Und A darf nachfragen und eigene Ideen beisteuern. Kann also helfen, das zu interpretieren, was das vielleicht heißen könnte, sodass die beiden in einen Dialog, in einen gemeinsamen Such- und Spekulationsprozess kommen. Wichtig dabei ist die Haltung für diese Übung. Es ist völlig klar, dass es sich um Spekulation handelt. Deswegen braucht man auch nicht vorsichtig sein. Man sagt einfach, während du das erzählst, ist in mir das und das entstanden. Ich lege das dahin, das hat vielleicht mit dir überhaupt gar nichts zu tun. Der andere, wenn es ihm nicht gefällt, sagt, das ist eine Projektion, das ist ganz klar. Aber kann auch sagen, oh, das ist ganz interessant. Da finde ich auch was von mir wiedergespiegelt und kann dann anfangen, das anzureichern. Also das ist eine bestimmte Art von Haltung in der Beziehung und von Kommunikation, die dadurch erzeugt wird. Und muss nicht zu irgendeinem Ergebnis kommen, sondern ist oft der Anfang für einen sich weiterentwickelnden Suchprozess. Das ist die Variante mit Zeichnen, Malen. Die Variante ohne Zeichnen, Malen ist, B hört einfach zu und schaut nach innen. Beobachtet, welche Bilder, welche Eindrücke, welche Reflexe in ihm auftauchen und erzählt dem anderen nachher in diesen 10 Minuten genau darüber. Also Eindrücke, Bilder, egal woher sie kommen und ob sie eine Relevanz haben, weiß man zu dem Zeitpunkt nicht. Und auch die Handlungsimpulse. Wenn ich dir so zuhöre, kriege ich folgenden Impuls, was zu tun, dir zu widersprechen oder skeptisch zu sein oder dich das ganz toll zu finden, was du sagst.
Und das Besondere an dieser Übung ist, dass man über Dinge redet, die alle Kommunikation mitbestimmen, die aber normalerweise nicht Gegenstand einer Metareflexion sind. Ob Sie einen Auftrag kriegen, bei einem Vorstand oder nicht, hängt nicht zu sehr von der Fachlichkeit ab, mit der Sie da antreten, sondern mit den Bildern und Vorstellungen, die in anderen entstehen, darüber, wie mit Ihnen zusammen eine Kultur entwickelt werden könnte, eine Story sich entwickeln könnte. Und deswegen ist es wichtig, dass man darüber erfährt, was da überhaupt passiert in den Hintergründen, die intuitiv, unbewusst normalerweise ablaufen, während man vordergründig, fachlich, inhaltlich, methodisch diskutiert. Und so kriegt man sehr viel mehr zu fassen von dem, was Wirklichkeit erzeugt in der Beziehung und kann auch dann dazulernen, kann auch verstehen, selbst wenn die Bilder ungerecht sind und trotzdem immer wieder ähnliche auftauchen. Ich wurde zum Beispiel immer als strenger Prüfer fantasiert im TA-Verband. Und deswegen haben die Leute mich abgewählt und haben die Netten gewählt, die manchmal unheimlich biestig sein können in der Prüfung. Also ich musste aber lernen, dass die Leute, wenn sie mich kennenlernen, mich eher für streng einschätzen, obwohl das nicht stimmt. Und die mussten lernen, dass die Netten durchaus nachher nicht die Netten in der Prüfung sind, sondern dass in bestimmten Machtbeziehungen das ganz anders aussehen kann. Und dadurch, dass man darüber was überhaupt weiß und kommuniziert, erweitert sich das Spektrum, dass man verstehen kann, wie sich Wirklichkeit in Beziehungen entwickelt. Also, 5 Minuten, A, B zeichnet oder hört einfach zu, danach sagt B 10 Minuten lang, was ihm eingefallen ist und die deuten zusammen, die Bilder, die dabei entstanden sind, und dann werden die Rollen gewechselt. A und B wechselt, B jetzt 5 Minuten, A zeichnet oder hört einfach nur zu und spiegelt nachher, wie wir das nennen. Das ist mehr als Feedback, das oft eher operational gefasst wird. Spiegelung ist das ganze Spektrum von den Wirklichkeitsdingen, die man erzeugt beim anderen. Die haben etwas natürlich mit dem Erzeuger zu tun, aber natürlich auch mit dem Feld, in dem diese Bilder erzeugt werden. Und dieses Zusammenspiel wollen wir studieren. So, das sind jetzt nochmal 15 Minuten, dann sind wir bei 30 Minuten und danach bitte ich Sie, zusammen auf die Metaebene zu gehen, also sich von der Rolle der gerade Dialoghaltenden zu lösen und zurückzublicken und was ist da jetzt eigentlich passiert? Wie sind da Bilder entstanden? Welche Erfahrungen haben wir gemacht? Was und wie vom Wesen des anderen und vom Stil des anderen glaube ich erfahren zu haben? Und wie wirkt das wiederum auf die Beziehung zurück? Also ein Stück Auswertung dieser kleinen Kulturkommunikation. Erfahrung, die man gerade gemacht hat. Und dann gucken wir, wo wir sind und dann reden wir von da aus weiter nachher. Wie groß ist die Bereitschaft? Ich kann das von hinten, die gesträubten Haare, nicht sehen. Ich kann Ihnen nur eine Erfahrung von solchen Übungen sagen. Es gibt gerade wenn Menschen das nicht gewohnt sind oder in Kreisen sind, wo sie nicht wissen, ob die anderen das tolerieren, selber wären wir ja immer schon bereit, natürlich. Und dass man dann, oder kann ich da was mit zeichnen und so, geht man eher mit Skepsis rein. Und nachher habe ich meist das Problem, die Leute aus den Untergruppen wieder zurückzuholen. Die fangen an zu reden und zu reden und es entwickelt sich was. Also wir können da eigentlich voller Zuversicht sein, auch wenn wir nicht genau wissen, was auf uns zukommt. Ablauf verstanden? Sie müssen jetzt die Regie über diesen Ablauf übernehmen und das in 40 Minuten auch über die Bühne kriegen. Deswegen stehen die Minuten dabei. Bitte achten Sie wirklich auf die Zeit, verpflichten sich gegenseitig auch auf die Zeit und unterbrechen Sie sich, wenn Sie mit der Zeit nicht gut umgehen, sodass wir nachher wirklich durch sind. Okay, es ist jetzt 10.40 Uhr. Wir haben also jetzt noch 40 Minuten, 11.20 Uhr nach dieser Uhr geht es dann hier gemeinsam weiter. Also das ist jetzt eine relativ unspezifische, vom Fokus her unspezifische Übungsform, aber das Wie war ja das Entscheidende, auf welche Kommunikationsebenen und in welche Beziehungskultur man Eingang findet.
Wir machen solche Spiegelungsübungen. Die Leute sind bei uns 12 mal 3 Tage über 2 Jahre verteilt, berufsbegleitend in jedem Baustein 1 Stunde. Und die würden uns steinigen, wenn wir das nicht machen würden. Wir machen es dort eben auch, da geht es eben auch um die Läuterung professioneller Intuition, also nicht so fokusfrei, wie wir es jetzt hatten. Und wir machen da zum Beispiel den Fokus Macht, wenn wir den Macht- und Autorisierungsbaustein haben, zu Fragen wie: Angenommen, der andere wäre dein Steuerprüfer, welche Bilder steigen in dir auf? Und es gibt entweder die Variante, es gibt 2 methodische Variante, von vornherein werden Fragen gestellt. Ich intuiere über den anderen, mache mir klar, was ich intuiere und versuche da, finde dafür eine Sprache, ist auch gleichzeitig eine Übung in narrativer Sprache, im Austausch auf dieser Ebene, weil man da ja keine erklärungsscharfe Sprache für verwenden kann. Es gibt aber auch die Variante, man kann sich selbst darstellen und die anderen lassen das auf sich wirken. Also zum Beispiel jemand im Masterprogramm machen wir zum Beispiel so eine Übung, jemand erzählt, wie er sich zurzeit auf dem Markt oder in seinem Unternehmen positioniert, mit was er sich anbietet. Und wir verteilen dann die Perspektiven in der Spiegelungsrunde, also wenn ich dein Arbeitgeber wäre, wenn ich dein Kollege wäre, wenn ich dein Kunde wäre, sodass sie sich ein Stück in der Rolle einfinden, aus der heraus sie dann intuieren, was bei ihnen ankommt und das dann rückspiegeln. Und das sind sehr wertvolle Erfahrungen und auf der Metaebene haben wir eben, führen wir damit eine Kultur des vertrauensvollen Austausches, ohne privat intim zu werden. Also wir machen das in der Regel bezogen auf Berufsthemen. Intim ist es insofern, als der persönliche Wirklichkeitsstil jedes Einzelnen, der uns ja ständig beschäftigt und der wesentlichen Einfluss auf die Kommunikation hat, dabei natürlich schon zum Gegenstand wird. Das ist man normalerweise nicht gewohnt, dass das auch Gegenstand bewusster Reflexion und Austausches ist, sondern jeder, auf jeden wirkt es und jeder geht irgendwie mit um und oft eben auch nicht besonders qualifiziert. Also man lernt ja auch als Spiegelungsgeber, gerade wenn wir normalerweise sind Spiegelungen in 4er Gruppen. Und man muss mit allen anderen in der 16er Gruppe im Lauf des Jahres einmal in der Spiegelungsgruppe gewesen sein, sodass man auch von Menschen Spiegelung kriegt, die man jetzt aus Sympathiegründen nicht unbedingt als Erste wählen würde. Die sind oft sogar die Wichtigeren, zu wissen, was für Bilder eigentlich in denen aufsteigen. Und es hat, dass diese Spiegelungsgruppe stattfinden wird und dass ich weiß, dass ich mit jedem in einer Spiegelungsgruppe sein werde, neben sehr viel kollegialer Beratung, verändert von vornherein eine andere Bereitschaft, mit den Menschen umzugehen. Ich weiß, wir haben eine Verbindlichkeit des Umgangs miteinander und man lässt sich dann nicht so leicht in Schemata und Stereotype fallen, sondern bleibt sehr aufmerksam für die Eigenart der anderen Menschen in der Curriculum-Gruppe. Gut, ich habe ja nicht mehr allzu viel Zeit. Das ist jetzt sozusagen eine Kostprobe aus unserer Didaktik und aus der damit verbundenen Lernkultur. Vielleicht sage ich zu der Lernkultur im Moment noch ein bisschen was, weil ich komme wahrscheinlich gar nicht mehr dazu zurück. Das heißt, wir bemühen uns von vornherein eine Lernkultur zu erzeugen, in der Menschen ganz verschiedener Herkunft, das sind Kaufleute neben Theologen, Konzernmitarbeiter neben Freiberuflern, das sind Junge neben Alten, Frauen, Männer, verschiedene Kulturkreise, die dann zusammenkommen und die lernen miteinander. Das heißt, wir können von vornherein nur eine Didaktik, und das sind alles Fachleute auf ihrem Gebiet, das heißt, wir lehren zwar auch Konzepte, die wir entwickelt haben, aber das ist nur ein Teil des Portfolios. Was wir sehr viel wichtiger nehmen, ist, dass wir Lernregisseure sind, dass die untereinander ihr Know-how anliegensspezifisch, personenspezifisch sich zur Verfügung stellen. Also das Aufbauen von Lernkultur ist bei uns das Allerwichtigste. Ich sage auch immer ein bisschen salopp, wenn ich frage, was verkauft ihr eigentlich? Ich sage, wir verkaufen Lernkultur. Und die gibt es in 3 Flavors, systemische Beratung, Coaching und Teamentwicklung und Organisationsentwicklung.
Und es ist gar nicht so wichtig, welches Curriculum die Leute machen, sondern es ist viel wichtiger, dass sie dabei eine kollegiale Lernkultur, einen Umgang miteinander entwickeln für miteinander lernen, den sie dann nachher draußen erstens übertragen können, deswegen kriegen sie sehr viel Didaktik an die Hand, die sie dann, das sind alles Fachleute, auch Coaches, Bildungsleute, die sie dann dort auch weiterverwenden können. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren, zu viel reingepackt in den Satz. Und wir bemühen uns darum, dass die im Curriculum eine Lernform entwickeln, die sie auch direkt verwenden können bei der Arbeit. Wir verwenden versuchen eine Didaktik, eine Lernkultur zu entwickeln, die eigentlich den Lern- und Arbeitsformen am Arbeitsplatz auch entspricht. Also Beispiel, wenn wir eine Organisationsentwicklungswerkstatt als kollegiales Lernen machen, verwenden wir Methoden, die die Leute dann selbst nehmen in ihr Organisationsentwicklungsprojekt, um untereinander zu klären, wo sind wir eigentlich im Projekt. Wie ist der Reifegrad der beteiligten Akteure, wie ist der Reifegrad der Organisation, solche Projekte überhaupt voranzubringen, wie passt das denn zusammen? Das heißt, wir haben eine Lernkultur, die nicht versucht, möglichst viel Sondersituationen zu schaffen, um dann die ganzen Transferprobleme zu haben, sondern wir versuchen in der Lernkultur möglichst abzubilden, eine Lernkultur, die im organisationalen Lernen, in der Organisation dann auch sehr nützlich ist. Okay. Kultur ist ja eine Sache, die sich gewohnheitsmäßig sehr schnell einschleift. Also ich glaube, wir halten wechselseitig Kulturphänomene aufrecht, selbst dann, wenn keiner das so will, einfach weil wir irgendwie reinschlittern und uns dann gegenseitig, ohne es zu merken, Anreize setzen, dass der andere in die dazu passenden Kulturschemata geht. Das heißt, wenn man Kultur entwickeln und verändern will, und wir haben da einen sehr pragmatischen Umgang mit Kultur, es soll am Ende irgendwas besser sein für eine Zielgruppe, das ist in der Regel unser Auftrag, dann muss man möglichst frühzeitig die Weichen stellen in eine Alternativkultur. Denn wenn es erstmal läuft, wie es immer läuft, dann ist es sehr schwer, aus diesen Gleisen wieder rauszukommen. Deswegen sind diese Initialphasen, und Sie haben das ja von unserem Gespräch schon berichtet, diese Initialphasen im Aufbau einer neuen Kultur sehr wichtig. Es ist wichtig, dass sie auch didaktisch durchdacht ist, dass sie also durchaus nicht nur jetzt machen wir mal irgendwas anderes ist, sondern dass man weiß, welche Art von Kultur man fördern will. Und es ist wichtig, sie laufend zu pflegen. Weil wir haben sehr oft den Effekt, dass ein Workshop ist, da irgendwie passiert es, dass alles ganz toll ist. Und das hält dann 5 Tage. Und dann fallen alle in ihre alten Kulturschemata zurück. Das heißt, es hat keinen Sinn, diese Strohfeuer abzubrennen, wenn wir nicht sicherstellen, dass in den Events, die nachfolgen in der Organisation, diese neuen Kulturimpulse weitergeführt werden können und dass die Leute dabei lernen, wie sie sich selbst gegenseitig die Bälle zuspielen können, die alternative Kultur, die sie leben wollen, wachzuhalten. Und das ist dann oft auch eine Frage des Contractings mit einer Organisation, dass wir sagen, wir fangen gar nicht erst an und nicht mit einer großen Maßnahme, wenn nicht sichergestellt, dass es eine nachhaltige Pflege gibt dieser Kultur. Und wir fangen auch nicht an, wenn wir einen teuren Trainer reinholen, der da vielleicht was Tolles erzeugt und nachher können die Leute mit dem nicht umgehen. Die können das Niveau einfach gar nicht halten. Also lass uns lieber was Kleines machen, lass uns Folgeveranstaltungen planen, lass uns Leute aus der Organisation schulen, dass sie im Kleinen die Kultur auch aufrechterhalten und pflegen können. Also das sind ganz viele, ich werde deswegen ein bisschen atemlos, ganz viele Dinge, die wir in den letzten 30 Jahren entwickelt haben, die ich Ihnen natürlich in der Kürze einfach gar nicht erzählen kann. Immer wieder probiere ich es und dann gerade in diese Atemlosigkeit. Es ist, vielleicht kann ich das dazwischen schalten, wir haben sehr viel aufgeschrieben. Ich habe draußen auch einige der Bücher zur Ansicht ausgelegt. Es gibt dort auch ein Video, da habe ich 3 Tage lang als Abschied von der deutschen Szene von der Lehre meiner Konzepte, alle wesentlichen Konzepte nochmal erzählt. Das ist dort auf dem Video. Auf unserer Website, die Adresse haben Sie unten auf diesem Designblatt,
finden Sie einen großen Downloadbereich, alles kostenlos, also es ist keine Verkaufsveranstaltung. Alles, was Sie in den Büchern finden, finden Sie auch dort, wenn auch verstreuter als Aufsätze. Sie finden Videos, Sie finden Audios, Sie finden Anwendungsbeispiele, Sie finden Arbeitsblätter. Und wir beginnen sehr viel darin zu investieren, die ganze Didaktik so zur Verfügung zu stellen, dass nicht nur unsere Teilnehmer, sondern auch andere Menschen, die das wohin tragen wollen, auch dort, wo es kein Geld dafür gibt, das optimal nutzen können. Und wir haben jetzt so ein Geschäftsmodell entwickelt, dass wir aus dem Überschuss des kommerziellen Bereichs, der sehr gut funktioniert, das Geld bereitstellen für die Entwicklung der Produkte für den öffentlichen Bereich, wo wir nicht auf Geld gucken, wohl aber, dass die Leute natürlich irgendwas damit machen. Wir wollen schon eine Gegenleistung, aber nicht in Geldwährung, sondern in Veränderungswährung. Ich möchte jetzt ein Beispiel noch aus der Organisationsberatung erzählen, dass Sie sich das auch ein bisschen vorstellen können. Gestern Morgen beim Frühstück, also das gehört natürlich speziell zu unserer Kultur, dass die Lehrtrainerinnen und Lehrtrainer immer bei uns wohnen, während sie da arbeiten. Das heißt, es gibt auch einen relativ engen Zusammenhang von Leben und Arbeiten und wir kennen uns viele, viele Jahre, sodass wir auch irgendwie verbunden sind in den Berufslebenswegen, die wir gehen. Und gestern Morgen, ich kam ja gerade aus dem Urlaub zurück, habe ich gesagt, da bin ich dann morgen in Gießen und dann erzähle ich was über Kultur und dann sagte eine der Lehrerinnen, ach, da muss ich unbedingt erzählen, was letzte Woche gelaufen ist. Und er sagt, ja, das erzähle ich denen morgen. Und der war bei einem Pitch, das ist so ein Schaulaufen um einen Auftrag bei einem Unternehmen, das ist ein Beratungsunternehmen, das im Bereich Merger und Acquisition, also Unternehmenszusammenschlüsse, Unternehmenszukäufe, Liquidationen, Restrukturierung arbeitet, von einem charismatischen Fachmann hochgezogen, 300 Fachleute, die er in seinem Unternehmen hat, die da arbeiten und die haben ausgeschrieben ein Führungstraining. Und zu diesem Pitch ist also dieser Lehrtrainer gegangen und er war der Erste, der sich da vortragen durfte. Da war die Personalentwicklungsleiterin, da war jemand vom oberen Führungskreis und der Personalchef. Die drei waren da und die Dame von der Personalentwicklung, die hatte wunderbar vorbereitet, was sie glaubt, was in diesem Führungsworkshop abgedeckt werden müsste und wollte diese PowerPoint auflegen. Und da hat unser Trainer Mark Mino gesagt, das fänden Sie ganz toll, dass Sie sich das gut durchdacht haben, aber wenn Sie vielleicht noch mehr für sich haben wollen, erstmal den Rahmen zu klären, würde er gerne ein kleines Interview vorher mit ihr machen. Da hat sie dann ihn schon ein bisschen säuerlich angeguckt, das passte nicht in das Ablaufschema und passte auch gar nicht zur Vorstellung, du willst ja von uns einen Auftrag. Aber er hat es dann trotzdem gemacht. Er ist natürlich auch gut, wenn man finanziell relativ unabhängig ist, dass man sowas auch wagen kann, dass man den Auftrag nicht braucht. Und er hat dann einfach so fragestellt, wer hat eigentlich festgestellt, dass es ein Führungsproblem gibt. Das war der Chef, eigentlich der Eigentümerchef, der das festgestellt hat. Und warum eigentlich? Ja, die Leute würden viel zu eigenmächtig agieren und würden das, was der Chef eigentlich wirklich mit dem Unternehmen an Entwicklung will, nicht wirklich umsetzen. Sie würden auch oft sehr viel sich in Geschäftspraktiken verwickeln lassen, die eher als unethisch ansieht. Und er hat einen Anspruch an sich, ethisch zu sein. In diesem Bereich braucht man da kein schlechter Mensch sein, um in unethische und schwierige Geschäftspraktiken verwickelt zu werden. Das ist ganz klar. Das heißt, die Leute müssten aktive Anderskulturkompetenz haben, um gegenüber dem üblichen an Reflexen, was dort sich so einspielt, etwas entgegenzusetzen zu haben. Der Chef meint aber, die wollen das nicht wirklich, das ist ein Motivationsproblem. Und da hat der Mark Mino gefragt, ja und angenommen, wir machen das so ein Führungstraining, man sollte das ja top-down machen, sonst fühlen die Leute sich nur abkommandiert, würde denn die oberste Führungsebene das auch machen? Ja, das würden sie durchaus machen. Und die Leute, die gemeint sind, hätten die denn Interesse an einem Führungstraining, würden die Art des Lernens, das dort vorgesehen ist, überhaupt gutieren? Es stellte sich bald raus, dass die das überhaupt nicht interessiert und dass sie eh schon mal einen Anlauf dieser Art gemacht haben und dass der eh schon mal versandet ist. Man wollte das Gleiche
jetzt nur noch besser machen. Und dann hat er Mark Miner so weiter interviewt und langsam hat sich die Situation entspannt. Die haben dann ihr altes System, wie sie sich vorgestellt haben, wie diese Konkurrenz laufen soll, losgelassen. Und er hat dann gefragt, ob denn der Personaleigner bereit wäre, das, was sein Problem ist, wozu dieses Führungstraining als Lösung dienen soll, ob er sich damit auch wirklich mal auseinandersetzt und dass alle verstehen, was sein Problem ist und die sich untereinander auseinandersetzen und nicht bei einem Trainer abgeliefert werden, der ihnen irgendwas beibringen soll. Und dann kamen die dazu, dass der ja durchaus dazu bereit wäre. Und dann wurde erstens der Pitch beendet, das heißt, der Auftrag war bei unserem Lehrtrainer. Die anderen wurden gar nicht mehr gehört, das hat die überzeugt, weil ihnen klar geworden ist, dass sie eigentlich was versuchen, von dem sie schon letztes Mal gemerkt haben, dass es nicht funktioniert, aber mangels Alternativen haben einfach dasselbe besser versucht. 14 Tage später, Oberführungskreis, der Chef war eingeladen, war informiert, hat nicht so viel Zeit gehabt, der wird interviewt, saß am anderen Ende und Mark Miner hat nochmal kurz erklärt, was er vorhat, hat den Chef dann nach vorne gebeten und sie haben dann haben dann Kreis gebildet und sie haben dann vorne Dialoghaltung eingenommen. Das hat der, wie er später gesagt hat, gar nicht gemocht, so nach dem Motto, soll ich da jetzt eine Gesprächstherapie oder was? Aber er hat ihn dann interviewt, was eigentlich sein Anliegen ist mit dem Unternehmen, was das Problem jetzt ist. Und der fing dann an, sich wirklich mit dem, was ihm wirklich daran wichtig ist, zu beschäftigen. Bis dahin, dass er gesagt hat, wenn er das Problem nicht lösen kann, verkauft er das ganze Unternehmen. Und er möchte diese unethischen Praktiken einfach nicht länger verantworten wollen. Gleichzeitig sieht er, dass es hochqualifizierte Fachleute sind, bei denen jeder sein Ding macht und die sagen, lassen sich nicht leicht was führungsmäßig sagen und sind auch gar nicht gewohnt, sehr komplex und sehr konfrontativ, aber auch verantwortlich für uns miteinander zu kommunizieren. Und dann hat er ihn gefragt, da wäre Führung nötig. Ich sagte, ja, sehe ich ja auch, deswegen wollte ich ja das Training machen. Ja, aber Training in Selbstführung, das setzt nicht Führungsstruktur an, sondern man muss dann darüber nachdenken, wenn er selbst schon keine Lust hat zu führen, man sagt zu ihm, er führt in Halbsätzen. Er sagt, wer es haben möchte und denkt, es führt sich dann von selbst. Was verständlich ist, viele Unternehmensgründer mögen nicht gerne das tägliche Führungsgeschäft machen. Aber man muss täglich führen, wenn man Kultur halten will und insbesondere, wenn man eine neue Kultur etablieren will. Es bedarf gerade am Anfang sehr vieler verantwortlicher Kommunikationsschleifen. Und dann nach einer Weile fand er das richtig gut und gesagt, wir müssen über vieles nachdenken. Wir müssen über die Einkommensstruktur nachdenken, die das alte System aufrechterhält. Ich muss wirklich darüber nachdenken, ob ich jemanden an meiner Seite brauche, der wirklich gern führt. Und der obere Führungskreis, die saßen dann auch nachher zusammen, so ein Sharing in Vierergruppen, die waren richtig betroffen. Die haben jetzt kapiert, das ist dem Ernst. Also wir sind jetzt an einem Punkt, wenn die durch Kulturentwicklung das Problem nicht gelöst wird, verliert dieser Mann, der doch durch sein Charisma auch der Motor des Unternehmens ist, die Lust daran und dann werden wir verkauft und wenn es dann nur noch nach Kapitalrendite-Gesichtspunkten so ein Unternehmen geführt wird, dann wird für viele vieles schwieriger. Das ist jetzt auch so ein Beispiel dafür, wie man den Anfängen gewehrt hat. Also wenn man jetzt erlaubt hätte, dass man in diesen Pitch erstmal gerät, selbst wenn man selbst als Person relativ kompetent ist, wenn das System erstmal sich gegenseitig aufgebaut hat, ist es sehr schwer, noch aus dieser Rille rauszukommen. Jeder, der als Kommunikationsfachmann mal auf dem Elternabend war, weiß, wie das ist. Ja, ich bin kläglich gescheitert, weil ich die Kulturkomponenten nicht in der Hand hatte. Meine Versuche, durch meine persönliche Kompetenz andere Noten da reinzubringen, ist also ein totales Fiasko geworden. Das heißt, und das ist jetzt wieder ein Gesichtspunkt zurück in die Weiterbildung, wir achten darauf, dass wir nicht nur auf persönliche Kommunikations- und Kulturkompetenz setzen, sondern dass die Intelligenz eines Systems ist in den Beziehungen, ist in den Gewohnheiten und Logiken, an die sich alle zu halten beginnen, auch wenn der Einzelne gar nicht genau weiß, wie das geht,
und wie man das sichern kann. Und diese Art von Kultur kann man nur durch, nicht nur durch persönliches Training, sondern durch Einführung von Kulturelementen, die ihrerseits durch das Wie Kultur prägen, das dann mit Themen gefüllt wird. Also Kultur entwickelt man nur durch Kultur. Und Beispiele machen Schule. Das heißt, die Ansätze, die wir da anbieten, sind also nicht, wie manche das jetzt machen. Kultur ist ein nachgefragtes Gut jetzt. Unternehmen, so wie die bereit sind, dafür viel Geld auszugeben, weil sie merken, sie können mit einer kontrollierten, sachlichen Steuerung kriegen sie die Komplexität nicht in den Griff. Eine dezentrale Organisation. Jeder muss wissen, worauf es im Wesentlichen ankommt und wie man im Wesentlichen handelt, auch wenn es spezifiziert werden muss in einer völlig neuen Situation. Und das ist mit klassischen Mentalitäten, wie Organisationen zu führen sind, nicht mehr zu leisten. Sondern die kapieren jetzt, wir brauchen eine Kulturentwicklung, dass sich das System selbst weiterentwickelt und selbst führt und auch Verantwortung übernimmt, die Lücken, die da sind, auszufüllen. So, ich mache jetzt, glaube ich, erstmal einen Punkt. Ich habe jetzt mal so ein paar Gedanken einfach gebracht und Beispiele. Das würde ich gern hören. Wo sind Sie? Was wollen Sie anmerken? Was wollen Sie nachfragen? Sodass wir noch ein klein bisschen auch in Dialog kommen. Ja? Fand das partiell irgendwie auch in bestimmter Art und Weise sehr skurril und lustig, also jetzt im positiven Sinne, weil ich habe jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht, bis ich verstanden habe, dass Sie mit dem Wort Kultur so eine Art Petrischale meinen. Also in der sowas wächst und gedeiht und sich verträgt und schön. Und ich hatte immer gedacht, Kulturwissenschaften meint halt eigentlich, man beschäftigt sich mit kulturellen Erzeugnissen, also Bild oder Buch oder Text. Genau. Aber das heißt, Sie schalten jetzt ganz bewusst davor und sagen, bevor ich mich mit diesen kulturellen Artefakten beschäftigen kann, muss ich mich eigentlich mit einer Unternehmenskultur oder der lokalen Kultur, die quasi diese kulturellen Artefakte umkreist, erst auseinandersetzen. Mit der Kultur der Kulturbildung. Und das mit der Petrischale ist ein sehr schönes Bild übrigens. Also, das ist richtig. Es ist aber in den Unternehmen ist das übrigens anders geworden. Als ich vor 15 Jahren, wir arbeiten mit dem Kulturbegriff schon seit vielen Jahren, den genannt habe, war die Reaktion wie Konzerte oder was? Und da habe ich immer gesagt, eigentlich meine die Kultur des Wirtschaftsteils, nicht die Kultur des Feuilletons. Unternehmenskultur, Wirtschaftskultur, Professionskultur. Und ich habe jetzt keine Definition gebracht, aber wir brauchen natürlich immer sehr pragmatische Definition, weil wir für uns selbst, wie für unsere Kunden, das ja immer irgendwie eine Handlungsmöglichkeit eröffnen soll, diese Begriff Kultur. Ich würde sagen, Kultur ist die bewusste und unbewusste Art der Wirklichkeitserzeugung eines Kollektivs. Ja? Und das hat die Komponente gewohnheitsmäßig und das hat die Komponente schöpferisch, Neuentwicklung. Und in diesem Feld arbeiten wir immer. Und wir haben das Problem, wie wir was wir dafür tun können, dass als unerwünscht geltende Kulturen, die gewohnheitsmäßig von allen aktiviert werden, selbst wenn sie in anderen Lebensbereichen andere Gewohnheiten haben, was wir dafür tun können, dass diese Gewohnheiten verblassen und die Leute, also Kultur, sage ich immer, gute Kulturbildung weckt in jedem den besseren Teil für dieses Zusammenwirken, für diese Wirklichkeitserzeugung und koppelt die aneinander an und pflegt das. Ich habe schon jetzt die ganze Zeit immer versucht, also Ihr Kulturverständnis herauszulesen. Ja. Ich bin selbst Organisationskulturwissenschaftler und Sie operieren mit einem sehr, sehr homogenen Verständnis von Organisationskultur. Also ein Programm, was im Prinzip an einem ganzen Unternehmen, wenn es gut definiert wurde, aufgesetzt werden kann, wie das Ganze funktioniert. Nein. Gehen Sie beispielsweise mit Differenzen, wie gehen Sie mit Großunternehmen, die sehr, sehr heterogen sind, die verschiedene Abteilungen haben, die auch unterschiedlich funktionieren müssen und ein Grundkonsens mehr oder weniger überall den schwebt, aber in der Praxis
ja, oder auch im Selbstverständnis dann doch schon unterschiedlich ist. Marketingmenschen ticken anders als beispielsweise in der Entwicklung, in der technischen Entwicklung. Klar. Wie gehen Sie damit um? Oder wie schaffen Sie da auch zu vermitteln in dieser Hinsicht? Also, ich hoffe, ich habe das nicht so zum Ausdruck gebracht, dass man denkt, es wäre ein homogenes Verständnis im Sinne von, wir basteln jetzt eine Kultur und wie Sie gesagt haben, die setzen wir drauf und die muss jetzt jeder lernen. Weil da hätten wir ja genau das Phänomen, dass jemand von außen wissen müsste, und das wäre eine neue Kontrollidee, wie Kultur aussehen müsste und was für dieses Unternehmen oder für diese Abteilung die richtige Kultur ist. Und dann brauchte ich ein riesen Spektrum von Varianten nach Unternehmensgröße, Branche und, wie Sie das richtig sagen. Wir gehen eher auf einen Metastandpunkt. Wir überlegen, welche Kommunikationsgewohnheiten, deswegen ist das Wie so wichtig. Wie können wir die Menschen, die sich untereinander darüber auseinandersetzen müssen, wie die Fragen situativ zu beantworten sind, die sie stellen, wie können wir die dazu bringen, dass darüber überhaupt kommuniziert wird, dass Kultur ein Gegenstand der Kommunikation im Unternehmen ist und nicht nur ein reflexhaftes sich irgendwie vorwärts arbeiten. Das heißt, wir trainieren, und deswegen diese Übung heute auch, wir trainieren systematisch, dass die Leute ganz anders miteinander kommunizieren lernen, um überhaupt über Kultur, nämlich bewusst methodisch und bewusst intuitiv, sich auseinanderzusetzen und auch die ganzen Unterschiedlichkeiten. Also man kann sich an Unternehmen denken als einen Marktplatz von ganz verschiedenen Professionen. Jeder bringt ja seine Kultur, seine Professionskultur und seine Wirklichkeitsvorstellung und seine Prioritätsvorstellung mit rein. Wir geben denen Übung, darüber bewusst zu kommunizieren, dass sie genau dezentral jeweils ihre richtige Lösung finden. Also insofern ein Metamodell. Also Bewusstbarmachung der unterschiedlichen Perspektiven. Nicht nur Bewusstbarmachung, sondern dass sie auch lernen, das zu gestalten, dass sie die überhaupt erfahren oder wenn sie verschiedene erfahren, wie sie dann miteinander umgehen. Also Stichwort zum Beispiel Verantwortungsdialogkultur. Wie im Unternehmen, wer für was eigentlich Verantwortung hat. Das ist ja kein natürlicher Vorgang. Wenn dann irgendwo eine Lücke auftaucht, dass die Leute wissen, mit wem müssen sie dann eigentlich reden. Wie können sie bei sich feststellen, dass da offenbar ein Problem ist. Dann kriegen sie ein paar Landkarten, wie sie überlegen können, mit wem sie in einen Kulturdialog zu diesem Verantwortungsproblem überhaupt eintreten können. Und da trainieren wir Kommunikationsfähigkeit, geben den Leuten aber auch Landkarten, dass sie das Unternehmen überhaupt als einen Ort des Diskurses über Kultur verstehen. Und dass sie es auch lernen, das zu machen. Ja, vielen Dank. Ich hätte eine Frage zur der Art und Weise, wie Sie jetzt Ihren spezifischen Beratungsansatz in das Verhältnis setzen würden zu anderen Beratungsansätzen. Es gibt ja für Unternehmensberatung in der Tat mit der Organisationsberatung, Organisationsentwicklung mittlerweile sehr zahlreich in der unterschiedlichen Beratungsansätze, also betriebswissenschaftlich vorgehende, betriebswirtschaftlich. Bei Human Resource Management ansetzen und beispielsweise dann eben auch systemische. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass man, wie soll ich sagen, als wenn man bei Kultur ansetzt, zunächst einmal an der Situation ist, dass man das rechtfertigen muss, weil man setzt gewissermaßen nicht bei den Zahlen an. Und das ist etwas, da Zahlen heutzutage ja selbst evident gelten, was sie natürlich nicht sind, weil der Haushalt immer nach im Nachhinein erst kommt, wie wir wissen, aber das ist ja dann, wenn man die allgemeine Ansicht sich wirklich interessieren. Also, wie Sie Ihren Beratungsansatz, der sehr stark kulturorientiert ist, jetzt ins Verhältnis setzen zu anderen, wie Sie das auch öffentlich tun und wie Sie Ihren Vergleichsvorteil quasi darstellen, weil ich glaube, das ist auch interessant für angehende Kulturwissenschaftler und Kulturwissenschaftlerinnen. Ja, ich habe jetzt natürlich auch sozusagen gar nicht das Rechtfertigungsproblem normalerweise. Ja, wir haben 3000 Alumni, die überall in allen DAX-Unternehmen überall sind, über die dann die Anfragen an uns kommen. Wir müssen die nicht davon überzeugen, dass unser Kulturansatz interessant ist, sondern die müssen uns davon überzeugen, dass wir bereit sind, für sie zu arbeiten. Insofern, das ist ein Problem, jemand, der da in einer der Teilperspektiven denkt, und das ist die Wirklichkeit und danach muss ich alles organisieren, mit dem hat man es schwer, weil der will natürlich erstmal seinen eigenen Luftballon aufblasen. Dort, wo Bereitschaft da ist, wir sagen immer, Professionelle, die wirklich verantwortlich in Organisationen arbeiten, sind mindestens 10 Kämpfer. Die dürfen nicht überidentifiziert sein mit einer Fachperspektive. Die dürfen auch nicht überidentifiziert sein mit einer Perspektive im Unternehmen, sondern da muss die erste Maßnahme dazu dienen, wie wir überhaupt die unterschiedlichen Perspektiven nebeneinander legen und uns darüber austauschen,
wie jeder versucht dabei seine Verantwortung wahrzunehmen und wie das Portfolio aussehen könnte und was jeder lernen muss, um anschlussfähig zu sein. Also wir bevorzugen da wirklich einfach einen kommunikationskulturbildenden Ansatz. Und wir haben jetzt gerade einen Auftrag gekriegt, ein Buch zu machen. Arbeitstitel ist Organisationsentwicklung als Entwicklung menschlicher Systeme. Das heißt, das kann ich jetzt nicht kurz referieren. Ich meine, wir haben da ganz verschiedene Prinzipien, wir haben kein Schema, wie das zu machen ist, aber wie in diesem Beispiel von meinem Lehrtrainer Mark Minor, da muss jetzt dann der Eigentümer und die wenig Nächsten, die müssen zusammensitzen und für sich klären, was sie eigentlich erreichen wollen. Und wir nennen das das kristallisierende Prinzip. Und unser Beitrag ist, denen zu helfen, dass sie in qualifizierter Weise sich mit ihrer eigenen Kultur auseinandersetzen und dass Perspektiven, die sie einholen sollten, damit das ganzheitlich auch funktioniert und nicht irgendeine Teilperspektive aufgeblasen ist, wenn der andere ganz klein bleibt, dass sie das hinkriegen und sind eher Regisseure oder Dialogkulturgestalter mit Fachwissen, mit Feldwissen, als dass sie Expertisen abgeben, wie das dann am Ende rauszukommen hat. Das ist nicht unser Ansatz. Ich fürchte, damit wir den Rahmen nicht sprengen, ich würde gerne noch mehr Dialog mit Ihnen halten, aber ich darf auch nicht zu unverschämt gegenüber den Nachfolgern und dem Rahmen sein. Deswegen würde ich gerne schließen, wenn Sie erlauben. Musik